Soderle, dann warten wir mal. Wer kommt, wer pünktlich ist, lassen wir uns mal überraschen. Gell? Maradona, das ist die neue Rassel. Gell? Schlegel und Raschel. Hallo Nina! Maradona. Schlegel und Raschel. Da, guck. Was machen wir mit dem? Was machen wir mit dem? Dumme Heiltrommeln. Warten wir mal, wer noch alles kommt. Hallo Manu. Hallo Meli. Hallo Natascha. Hallo Kerstin. Na, wie ist es? So langsam aber sicher wird die Mumie wieder von Tag zu Tag ein bisschen fitter. Gell? Machen wir ein bisschen Musik heute. Wir trommeln heute heil. Maradona braucht's auch. Der hat sich gerade schon wieder übergeben. Gell, Spatzi? Ja. Ja? Was meinst? Oh, so an den Drachenkopf hinschmusen, an die Drachenrassel. Ui. Einen schönen Klang hat sie, gell? Einen schönen Klang hat sie. So einen schönen Klang. Schön, dass ihr da seid. Um 19 Uhr fangen wir an, gemeinsam zu trommeln. Wer eine Trommel dabei hat, der sagt Bescheid. Na, und dann gucken wir mal. Die Trommel ist auch schon da. Gell? Wir können also schon in Stimmung gehen zum gemeinsamen Trommeln. Ihr braucht, um dabei zu sein, keine 1000 Follower. Ich kann euch so dazu holen. Na? Ihr sagt mir dann, wer eine Trommel dabei hat. Und dann schauen wir mal, ob ich euch dazu holen kann. Heute wollen wir gemeinsam in den Vollmond reintrommeln, bei Schneefall hier. Heute ist der Mond noch im Löwe, aber wenn er morgen um 1:30 mittags gradgenau ist, wird er im Zeichen Jungfrau stehen. Und alles, was wir perfektionieren wollen, werden wir heute in die Heilung schicken, dass sie dann zum Jungfrau-Vollmond aktiv werden kann. Wir gucken gemeinsam. Und dann trommeln wir. Ja, Maradona. Jo. Heute werden wir um 19 Uhr gemeinsam heiltrommeln. Und jetzt warten wir mal, bis alle Interessenten da sind. Hi, Bea. Wer eine Trommel hat, gibt Bescheid, der wird dann dazugeholt werden.
Angekündigt habe ich ja gestern, dass wir heute um 19 Uhr in den Vollmond hineintrommeln werden. Heute Nacht ist noch kein Vollmond. Der Vollmond ist erst morgen Mittag um 2:30 Grad genau in der Jungfrau. Derzeit haben wir noch den Mond im Löwen. Und dann werden wir mal schauen. Teddybär. Ja, Mama hat jetzt kurz Zeit zum Schmusen. Gell? Du, Spitzbube. Und dann gucken wir uns gemeinsam an, wie die Schwingung sich erhöht und wie schön es wird. Hallo allerseits. Ich habe hier einen liebesbedürftigen Kater. Der hat sich mir gesundheitlich ein bisschen angepasst, dem geht es auch nicht so gut. Hauptsache Köpfchen kraulen bei Diego. Nina, bist noch da? Schön, dass ihr da seid. Nina, wo steckst du? Wir werden heute gemeinsam ab 19 Uhr in den Vollmond reintrommeln. Gucken wir mal. Stimmen wir uns schon mal ein. Rasselschlegel. Deswegen habt ihr gleichzeitig die Rasselgeräusche mit dazu. Der Rasselschlegel hat ein Drachenauge. Wer trommelt heute mit mir gemeinsam bei diesem Livestream? Gucken wir mal, was sich tut die nächsten paar Minuten. Wo bist du?
Hast deine Trommel dabei, Selina? Blöd. Ich kann nur auf den Kommentar reagieren. Schauen wir mal. Ja, ich weiß jetzt aber nicht, wie ich dich dazu holen kann. Muss ich mal schauen. Nö. Es zeigt mir irgendwelche Leute an, dass ich die dazu holen soll. Ihr müsst mir kommentieren. Dann sagt er mir irgendwann mal, hol denjenigen dazu. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Moment. Nee. Nö, macht er nicht. Keine Ahnung, zeigt er mir noch nicht an, dass ich euch hinzufügen kann. Kann ich jetzt da nicht jemanden dazu holen? Ich verstehe das nicht. Ihr könnt ja auch reinschreiben. Da steht was von verbinden. Nö. Das war ein Tippfehler, ich weiß schon, Schatz. Na, was denn jetzt? Nein, ich will Leute hinzufügen. Das ist die Autokorrektur, die macht das immer. So, fangen wir an. Ich habe jetzt keine Ahnung. Vorhin hat er mir jemand angezeigt, den sollte ich zufügen, den kenne ich nicht. Fangen wir an. Gut, wer eine Trommel dabei hat, der setzt sich jetzt zu Hause hin und achtet drauf, was ich ihm sage. So, wir beginnen ganz langsam. Ihr trommelt zu Hause genau jetzt mit mir diesen Rhythmus. Könnt ihr auch mit den Fingern machen. So, und jetzt gehen wir mal, versuchen wir mal in Trance zu kommen. Thank you.
So, und jetzt machen wir weiter. Hin und her. Und verändern so den Ton. Die hat zwar keine Trommel dabei, aber die kann das genießen. So. Stahuti. Hi Schatz. Wie geht's dir? Trommel. Heilung. Ich glaube, dir geht's auch noch nicht wirklich besser. Bist du mit dabei? Ja. Ja, bin dabei. Gut. So, habt ihr es mal probiert daheim? Selina, wer hat die Trommeln mit? Jetzt muss ich die mal lauter machen, Schatz, sonst höre ich die nicht. Jetzt höre ich dich besser. Ich brauche eine Trommel, ich habe keine. Ja, du brauchst eine Trommel. Ja, kannst mittrommeln das nächste Mal. Ja, ich verstehe sowieso nicht, weil es sind welche da, die haben die Trommel dabei, die kann ich irgendwie nicht dazu holen. Warum nicht? Du brauchst nur einladen. Oder sie haben einen Privataccount. Dann müssen sie Anfrage bei dir stellen. Ah, habt ihr gehört, Selina? Habt ihr Privataccount? Dann müsst ihr bei mir Anfrage stellen. Also diejenigen, die einen Privataccount haben, müssen mich anfragen, dass ich sie dazu holen kann. Ja, die kannst du sonst nicht einladen. Sonst kann ich euch nicht einladen und ihr könnt nicht gemeinsam mit mir trommeln. Thank you.
Frage schicken. Fangen wir nochmal von vorne an. Wir tippen nochmal in dem Rhythmus. Ich werde jetzt mein Bein überkreuzen, dann kann ich die Trommel besser halten. Naja, ich will heute trommeln mit euch, weil ich noch nicht so fit bin beim Reden. Ich möchte euch vorstellen, das ist meine neue Trommel, das ist Regal. Schön. Der Dschungeldrache mhm. mit seinem Drachenauge, der dem Rasselschlägel. Also Englisch das heißt, wir haben hier beides in einem. Wir haben das Trance-Rasseln und den Trommelrhythmus. So, und jetzt trommel mal nur ich und ihr schließt, während ich trommel, die Augen und lasst euch komplett auf den Rhythmus bitte ein. Los geht's.
So, kommt mal zu mir zurück, ihr Lieben. Macht eure Augen wieder auf. Super. Geht's euch damit, Gabi? Ja, entspannend. Total entspannend. Wenn man die, überhaupt, wenn man die Augen schließt und im Rhythmus drinnen ist. Was so eine Trommel auslösen kann, Der ne? Hutti, was noch sein kann, wenn du keine Menschen einladen kannst, liegt es daran, dass sie zu wenig Follower haben. Sie brauchen mindestens 1000, dass du sie raufholen kannst. Okay. Und was ich da jetzt gesehen habe, durch, die haben alle wenig. Okay. 82 und so. Und deswegen kannst niemanden einladen. Also ich war auch schon, da habe ich noch keine 1000 Follower gehabt. Ja, aber vielleicht kannst du dann die Kamera nicht aufmachen. Die Kamera muss ja nicht aufgehen, Normalerweise reicht ja, brauchst wenn du sie mindestens mittrommeln 1000 können. Follower, damit du die Leute raufholen kannst. Na, ich habe ja über 1000 Ja, Follower. du schon, aber die anderen Ja. nicht. Ah, okay. Schreibt mal in den Chat, wie es euch damit ergangen ist, ihr Lieben. Wie fühlt sich das an mit dieser Drachentrommel? Ich habe Wenn gesehen, wie du sie bekommen hast, wie du sie ausgepackt hast. ja, ich hätte eigentlich nicht mehr vorgehabt, mir noch eine zu holen, aber meine Instrumentenbauerin hat die gepostet. Und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe dann gesagt, ist die wirklich grün? Das ist grüne Ja. Gebirgsziege. Voll schön. Ja. Und dann war der Kaas gegessen. Ich glaube, die war nach Ja. 5 Minuten weg. Die waren eh genau richtig. Ne? Zu meiner Verkühlung. Ja, ich Und glaube, ich ja. habe beides ja erwischt gehabt. Jetzt die letzten 14 Tage war ich streichfähig. Also ich auch. Oh. Ich habe, bei mir sieht's aus, also ich werde jetzt seiner Freundin anrufen, ob sie mir beim Putzen hilft. Also, alles steht voll, weil ich habe in diesem Zustand meine Bücher alle hochgetragen. 100 Bücher auf 10 mal 10 Kartons verteilt. Ui. Also war Schön ziemlich atemaufwendig. schwer. Erst musste sie unten alle aufschneiden. Ich bin da gerade munter worden, wie er geliefert hat. Und bis ich Kraft habe, dass der meine Bücher bringt, war er schon wieder weg. Ja. Und dann bin ich erst mal runter und dann habe ich die einzelnen 10 Bücher Kartons Ja. hochgetragen, teilweise zu zweit, teilweise einen. Ich habe fast keine Luft gekriegt. Ich war Na, regelrecht glaub. streichfähig. Ich habe es aber gut geschafft. Hallo Melli. Hallo Mimi. Und war dann sehr spannend. Und dann habe ich mich anschließend hingehockt und habe mir wieder Kraft getrommelt. Mir ist halt so Lass uns das langweilig. nochmal machen, weil das tut nämlich richtig gut. Das brauchen wir nämlich alle, weil heuer hat es uns alle gescheit erwischt. Ich glaube, mich hat mein Comeback umgehauen, Gabi. Das war auf einen Schlag, wie wenn der Krieg ausbricht. Hey. Hätte ich ja nie gedacht. Ne? So, also. Mach die Augen noch mal zu, wir steigen noch mal ein. Gucken wir mal, wie es euch damit geht. One, two, three, four. Thank you.
Könnt ihr die Augen wieder aufmachen? Hier sind sie. Schlaftrommeln. Wir haben Freitagabend, da geht man noch nicht so früh liegen. Ja, ich bin ja am Überlegen, ob ich noch rausgehen soll heute oder nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben hier was, was du gar nicht magst. Damit hat sich das Rausgehen für mich erübrigt. Wir haben hier was, was du gar nicht magst. Was denn? Komm jetzt nicht mit. Aha. Es ist weiß und fällt vom Ja, Himmel. bei euch. Wir haben das nicht. Wir haben Regen. Gott liebt mich. Aber mir ist die Kälte und die Luft lieber wie der scheiß Regen. Wenn ich jetzt Schnee hätte, müsste ich arbeiten, weißt du das? Ich könnte dir da nicht zulauschen beim Trommeln. Weiß. So, meine Lieben, das war's für heute. Einen Ich werde schönen, mich jetzt entspannten weiterhin Abend. erholen, genau. Das. Und dann kann ich nächste Woche wieder öfters live gehen. Ja. Gell? Tutsi, Ich baba. wünsche euch allen eine angenehme Nacht. Mit oder ohne Schneeluft. Ohne. Ich freue mich, dass wir haben. Gell? In diesem Sinne, bis die nächsten Tage. Ciao.